Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück hier bei Stardew Valley. Ganz frisch im Sommer angekommen. Und jetzt schon fleißig am Anbauen, wie man hier sieht. Oh, die Musik ist schön. Fleißig am Anbauen und fleißig am Rumbauen. So, wir haben hier jetzt das Holz, wo wir noch brauchen. Und dann können wir nochmal wunderschöne 3 von denen machen und sogar noch ein Holzpenöbel. Aber warte mal, wir könnten doch eigentlich noch ein paar Penöbel mehr machen. Genau. So. Sehr gut. Und dann haben wir hier das gute Stück nämlich voll. Und hier haben wir auch ein bisschen mehr. Und aber... Ach nee, was soll's. Für den Anfang. Pü. So. Gut. Das helfen wir. Das nehmen wir dann mit. Habe ich zufällig noch? Ja, sehr gut. So, ein bisschen Köderlein. Och ja, genau. Ich wollte die ganze Zeit irgendein Obst da reinparken. So. Das wollte ich die ganze Zeit machen, damit wir ein bisschen Geld kriegen, ey. Das habe ich ganz vergessen. Gut. Wir haben hier alles gemacht. Das hier müsste versorgt sein von Grund auf. Jawoll. Oh, habe ich denn zufälligerweise noch Samen übrig? Ach ja, ich müsste doch noch... Oh, wir haben auch vergessen, Shane wieder unsere Liebe zu erweisen. Oh. So. Geh mal her. So, markieren. 2 Stück brauche ich oder bräuchte ich. Passt. So, weißt du, ich setze das jetzt mal da rein. Nein, das. So, da haben wir dann das ganze Jahr über für unseren guten Shane hier das Zeug. So, jetzt kümmern wir uns um unser Getier und dann gucken wir, dass wir mal angeln gehen. Oh, genau, wir müssen nur noch die Zäune müssen wir wieder aufwerten. Ach ja. Wo haben wir denn unsere guten Zäune, wenn wir noch welche haben? Boah, 4 Stück haben wir noch. Nee, dann nehmen wir das Holz mit. Komm, Blonky, wir gehen Zaun reparieren. Oh ja, genau, zum Beispiel hier hatten wir gestern vergessen. Wir wollen doch nicht, dass uns die ganzen guten Tierchen abhanden kommen. Ah, guck, das jedenfalls ist keine Pomegranate. Sondern ein Pfirsich schon. Also kein Apfel und Pomegranate, wie ich gedacht habe, sondern eins ist auf jeden Fall ein Pfirsich. Es kann sein, dass das hier der Apfel vielleicht ist. Wäre auf jeden Fall möglich. Ach, hi. Komm her, Lolli. Wuff. Ja, da nicht. Och, geh doch mal weg. Mensch. Na, jetzt. Hallo? Ach, das ist schon der Käse. Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich. So. Hab mich schon gewundert. So, der Lee. Oh nein, jetzt hat sich da unten auch schon wieder so ein blödes Ding reingezwickt. Ah, da haben wir ein Hölz. Ein Hölz vor allem. So. Oh, da sind wieder jede Menge Bäume. Ich glaube, es ist echt mal an der Zeit, die Axt mal ein bisschen aufzuwerten.
langsam echt nötig. Ich glaube, das mache ich dann auch mal, dass man einfach mal die Achsen hochsetzen. So, ach guck mal, da hat sich auch wieder was reingezwickt. Das nehmen wir auch direkt raus. Oh, und immer fällt der darüber, ey. Und schon wieder fällt er in die falsche Richtung. Ich komme nicht dahinter. So. Das haben wir. Oh, da brauche ich aber auch noch fünf Goldbarren. Habe ich denn überhaupt 5 Goldbarren? Nein, ich habe nur einen. Da muss ich noch 4. Genau, das Holz wollte ich. Hier. Du kommst da rein. Das Ding, glaube ich, kann verkauft werden. Genau. das und weiß gar nicht. Doch, das brauchte ich noch wegen dem Zaun. Na guck, da haben wir auch wieder ein Samenpenöbel, wo man hinsetzen kann. Schaffen. Ah, nee, hier. So. Und jetzt schau mal nach unserem Zäunchen. Na, wobei, wir könnten eigentlich den Kuhstall aufrüsten. Das ist nämlich auch dringend nötig. Jede Menge Holz und Stein. Ich nehme mal das große Stein mit. Ich glaube, mir war das nicht. 12.000 Holz und Stein, glaube ich, war das. Wo habe ich denn mein Pferd wieder gelassen? Ach, komm, Schnucki. Schnell! Ich glaube, die hat nur bis 4 offen. Ah, heute ist sowieso Dienstag. Komm, vergiss es. Heute ist Dienstag, die hat halt eh dich, die faule Sau. Wir können mal, falls wir noch nicht fertig sind, bis wir ankommen, können wir mal schauen, was die Mädels hier dienstags alle so treiben. Die pflegen nämlich ihre Freundschaften. Vorausgesetzt natürlich, wir kommen jetzt nicht etwas zu spät. Ach toll, die haben sie. Danke. Depp, geh weg. Die haben sich gerade getrennt. So, hier sind die Guten nämlich immer und machen dienstags ihre Aerobic. Und zwar allesamt, wie sie hier stehen. Wir treffen uns jede Woche und unterstützen uns gegenseitig dabei, gesund zu bleiben. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Du siehst ganz schön fit aus, Jodie. Diese Hanteln wirken Wunder, nicht? Oh, meine Arme fühlen sich an wie Gummi. Ich werde heute gut schlafen. Ja, das glaube ich auch.
Und die machen das eigentlich jede Woche. Und das jetzt mittlerweile schon das zweite Jahr über. Normalerweise sollte die doch keine Gummiarme mehr haben. Ich meine, die sind das doch mittlerweile gewohnt. Ach, 8 rote Schleimsuppe. Weil ich mache ja auch einmal die Woche Sport. Nee, eigentlich zweimal die Woche. Ich habe ja zweimal die Woche meinen Sport und da habe ich auch keinen Muskelkater oder Gummiarme mehr. Von daher, was ist denen ihr Problem? So, da wir jetzt halt sowieso gerade nicht... Oh, by the way, doch, etwas muss ich noch. Und zwar, wir brauchen ja aus dem Wäldchen noch so einen Straußenfarn. Da schaue ich gerade mal, ob was da ist. Und wir haben Shane immer noch kein Geschenk gemacht. Ich bin so doof heute, ey. Wir müssen dem unbedingt wieder ein Geschenk machen und am besten so heute noch. Oder? Ja. Aber wir haben schon zwei Herzer. Ein Pilz. Toll. Na gut, nehmen wir mal wenigstens das Holz mit. Geh weg. Ja, wenn ihr mir hier in die Axt lauft, seid ihr selber schuld. Oh, Viechers. Komm, weg. Wenn ihr mir hier in die Axt lauft, seid ihr selber schuld. Mann. Wir müssen dann öfters mal schauen, ob wir hier so einen Straußenfarn noch kriegen, weil den brauchen wir für das Gemeindezentrum noch. Aber wenigstens ein Bild haben wir gefunden. Wenigstens etwas. Und ich habe schon wieder vergessen zu angeln. Ich glaube, das muss ich mir mal irgendwie in der nächsten Folge oder so muss ich mir den mal annehmen. Ach guck, da haben wir das Gold fertig. Einmal schlafen. Wow, doch so viel verdient, hä? Und immer dieses gammelige schöne Wetter, ey. Ach, war schon wieder Holz. Diese Sommermusik ist so schön. So, einmal durchlaufen. Gut. Eine Sternchenmilch. Oh, habe ich dich geknuddelt? Scheint so. Alter. Eine Feder.
So, dann sortieren wir das direkt mal ein. Das ist so eine schöne Musik. Ich sitze die ganze Zeit hier und wippe voll mit. So, dann schauen wir mal nach unserem Kuhstall. Oh, ich bin etwas zu früh. Entschuldigung. Hallo. Das großer Stall, ja. So. Entschuldigung. Yay. So, ja genau, angeln wollten wir noch, ne? Wo muss ich denn genau angeln? Für den Sommer. Zwergwalzstör, das haben wir fertig. Gotteslachs, Frühling und Sommer. Das weiß ich nicht, ob ich den habe, aber ich glaube schon. Frühling und Herbst, Frühling, Sommer im Regen. Herbst und Winter. Also gut, eigentlich nur am Ozean. Gut, dann gehen wir mal ans Meer und gehen einfach noch mal ein bisschen angeln. Gott, ich habe schon wieder vergessen, dem seine Geschenke mitzunehmen. Muss ich noch eine Chili? Eine Chili muss ich holen. Oh, Chili könnte ich auch mal wieder essen. So ein richtig schönes Chili. So. So, dann besuchen wir den Guten mal direkt auf der Arbeit. Freut sich der gute Shane immer, wenn wir ihn bei der Arbeit besuchen. Da macht doch das Arbeiten gleich mehr Spaß. Bitteschön. Oh, wow, Sierra, woher wusstest du, dass ich sowas mag? Ja, ich weiß es eben. Ich weiß es eben. So. Dann gehen wir mal ab. Ab, hinab zum Meer. Gehen da mal ein bisschen angeln, in der Hoffnung, dass wir da ein paar Fische kriegen, die wir noch nicht haben. Mal schauen. Aquarium. Gut, den Gotteslachs haben wir. Den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht. Den gibt's Sommer, Sommer und Regensommer. Und das gibt's ja Frühling und Herbst. Gut, also zwei Stück brauchen wir. Einmal den Thunfisch und was war's noch? Und den Buntbarsch. Ist das laut? So, mal gucken, ob wir was abkriegen hier. Und vor allem, ob wir die an Land gezogen kriegen. Da, 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 da. Yeah, ich hab hier. Eine Rotbarbe. Alter! Okay, das... Alter, nee. Okay, das könnte eine von denen gewesen sein, die wir noch brauchen, aber keine Chance, also... Der haut ab, das kann man vergessen.
Da müssen wir echt jetzt den Sommer über gut trainieren, dass wir die Stufen aufsteigen. Damit wir noch die Fische kriegen. Bäh. Hey, bleib hier. Ich sagte, bleib hier. Nein! Och Mann! Ja, dieses Angeln, das ist echt sauschwer. Deswegen, ich hoffe ja immer, dass solche Fische auch mal bei dieser Tussi drin sind, dass wir die einfach nicht angeln brauchen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt sehr, sehr gering. Ist halt wirklich extrem gering. Da brauche ich gar nicht anfangen. Den kriege ich sowieso nicht. Bis ich da hochkomme. Und da ist der sowieso schon weg. Aber ich glaube, den Seetang brauchen wir auch. Ich hoffe, dieses Meeresrauschen ist dann auf der Aufnahme nicht so unfassbar laut. Weil ich höre kaum noch was. Oh Mann. Immer diese Hacken schlagen. Auch ein Buntbarsch. Sehr schön. Das ist, glaube ich, den wir noch brauchen, dieser eine. Und der, wo, glaube ich, immer so abspastet, das könnte der Thunfisch sein. Den wo wir aber auch noch brauchen. Buntbarsch. War das der? Jawohl. Der gibt es ja nur bei Regen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal am besten nach Hause, weil die Folge schon wieder vorbei ist. Sehe ich gerade. Wir gehen dann am besten mal am Fluss angeln oder so, wo man halt besser üben kann. Weil hier, wenn da jeder zweite Fisch dieser ADHS-Fisch ist, der so ausflippt ohne Ende, glaube ich, ist nicht so optimal. Müssen wir noch ein bisschen üben, ne? So, den geben wir jetzt aber ab. So. Die Rotbarbe brauchen wir, glaube ich, nirgends. Weißt du was? Ich beende jetzt einfach mal hier die Folge. Da können wir jetzt den Rest des Tages noch ein bisschen zum Angeln nutzen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Also macht's gut. Tschüss.